Das Ganze wird natürlich jetzt über das Notebook gesteuert. Und das ist ja das, was wir euch noch nicht so gezeigt haben, wie das überhaupt gesteuert wird, weil das ein eigener Rechner ist. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Beitrag, wo wir uns mit dem Thema Licht beschäftigen. Es geht heute um eine Lichtsteuerung. Das ist eine Eigenentwicklung von unserem Timo. Und ganz viele Menschen im Hintergrund. Was für euch noch vielleicht wichtig ist, dass diese Steuerung mehr tut, als wir bisher konnten im DALI-Lichtbereich, für diejenigen, die sich technisch auskennen. Da war es ja so, ich kann natürlich bei DALI Gruppen zusammenfassen. Ich kann Szenen abspeichern. Vielleicht sagst du mal, was wir mehr können oder zeigst du es gleich mal. Richtig. Also, das Modul heißt Ostara und ist vom Prinzip her ein Human-Centric Lighting Server, den wir über den KNX-Bus kommunizieren lassen mit der Steuerzentrale, den Bedienelementen und eben mit dem KNX-DALI-Gateway. Der sitzt ja jetzt da im Schrank drin, ne? Richtig. Dieses kleine Schächtelchen. Naja, das ist genau schon einer der Unterschiede von Ostara zu einer herkömmlichen, nur über das Gateway und vielleicht auch mit einer Zeitlogik hinterlegten Tageslichtkurve. Ich kann in einem DALI-Gateway eben 16 Szenen abspeichern. Mhm. Die Automatik-Schokolade, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Einmal so. Jetzt hat es funktioniert. Gut, also 16 Szenen im DALI-Gateway üblicherweise. Und wenn ich die jetzt natürlich über ein Zeitsignal aufrufen lasse, über den Tag, dann bilde ich 24 Stunden mit nur 16 Szenen ab. Und da habe ich einfach nicht genügend Schritte dazwischen, sodass das einen flüssigen Verlauf ergeben würde. Jetzt hast du hier schon einen Rechner stehen. Vielleicht zeigt man das den Leuten mal. Da läuft ja schon so ein bisschen Code im Hintergrund. Mit der ETS-Software in Betrieb genommen und verknüpft worden, das Thema. Wir sehen jetzt hier im Login-Fenster, das ist das Systemregister von Ostara auf der Web-Oberfläche. Und hier sehen wir jetzt, dass eben pro definiertem Zeitintervall Tageslichtsignale an die einzelnen Leuchtengruppen gesendet werden. Ich starte jetzt mal hier. Die Szene 1. Ja? Beliebig eingestellt. Aber was jetzt passiert ist, dass Ostara die Farbinformation im KNX-DALI-Gateway vorher eingelernt und abgespeichert hat und jetzt über diesen Button wieder aufruft. Gleichzeitig muss aber der automatische Tageslichtverlauf gestoppt werden. Und das ist das, was Ostara im Hintergrund tut. Ostara sieht auf dem KNX-Bus, wir haben einen Szenenaufruf für die Lichtgruppen A, B, C. Und für diese Lichtgruppen muss ich jetzt die Automatik im Tageslichtverlauf stoppen. Also trotzdem wir... Ja, also das Licht von draußen, also ich finde das Wahnsinn. Ja, was man hier... Normalerweise ist das ja... Früher war es ja noch so, in der alten Glühlampenzeit, Halogenzeit, da war es ja so, da konntest du ja, wenn du was aufgemacht hast, Fenster aufgemacht hast, Jalousien hochgemacht hast, mal davon abgesehen, dass wir Raum- und Verglasung hier haben, aber fast, ne? Da konntest du Licht anmachen, haben wir es gar nicht gesehen. Jetzt siehst du es. Also jetzt habe ich wieder auf Tageslicht umgeschaltet, zumindest für den Gruppenbereich Lichtroute hier oben. Und da passiert jetzt vom Prinzip her Folgendes. Das ist analog dem, was ich auf dem Bedienungstaster abgelegt habe. Ich sende ein Schalten ein, KNX-mäßig. Ostara sieht das für diese Lichtgruppen und weiß, Schalten ein bedeutet für mich Tageslichtdynamik aktivieren, uhrzeitabhängig diese Kurve an die Leuchten zu schicken. Es ist ja eine Erweiterung von einem, sage ich mal, KNX-System, KNX-Vernetzung, DALI-Vernetzung, Netzwerkvernetzung, TCP/IP, die ganzen Geschichten haben wir sowieso, würde ich mal sagen, es ist Standard, für mich ist es Standard. Und jetzt kommt obendrauf noch ein kleiner Server, ein kleiner Rechner, der die gesamte Lichtsteuerung nochmal ins Jahr 2020 bringt, ne? Weil DALI gibt es auch schon ewig. Von der ganzen Art schon her. Ewig, ja. Also natürlich kann ich das alles manuell irgendwie herstellen. Ostara bietet dort einfach ein fertiges Paket. Ich habe eine Web-Oberfläche, wo ich das bedienen kann, ohne dass ich ETS-Kenntnisse benötige und habe die Möglichkeit, beliebig viele Lichtkurven in Lichtgruppen ablaufen zu lassen.
Und das ist ein großer Vorteil. Ein weiterer Vorteil, den möchte ich an der Stelle vielleicht einfach erwähnen, ist, dass wir Ostara-seitig mit XY-Farbkoordinaten mit dem Leuchten sprechen. Das heißt, wir können Effektfarben und Weißlicht ohne den Modus umzuschalten in der Leuchte ansteuern, und das hilft uns, eventuell auftretende Blitzeffekte beim Modi umschalten zu eliminieren. Das ist ein kleines Gerät, das wir auf den KNX-Bus wie ein Bypassgerät mit draufklemmen und das dann das Farbmanagement in der Kommunikation mit dem KNX DALI Gateway übernimmt und die Leuchten, in dem Fall hier jetzt PLED-Leuchten, entsprechend managt und ansteuern kann. Weil du gerade gesagt hast, DALI Gateway, dann muss ich eine ETS haben, dann muss ich die ETS Professional haben, ich muss das Plugin installiert haben und ich muss dann in diesem Plugin die ganzen Einstellungen vornehmen. Das ist das, was du jetzt gesagt hast, für diejenigen, die jetzt sagen, was erzählen die einfach. Wir sind jetzt schon ein bisschen im Technikdetail drin und das hier ist letztendlich, was ich als Kunde mitbekomme, die Oberfläche. Genau, also die Oberfläche ist für mich als Kunde später zugänglich, und wenn die Infrastruktur in der ETS KNX-seitig hergestellt ist, kann ich diese Infrastruktur ohne ETS fernbedienen über Ostara. Ganz wichtig noch, weil dann, gut, die ETS-Projektdatei habe ich ja meistens, den Datensatz, aber ich brauche den nicht mehr, aber ich ändere nur noch hier bei Ostara alles. Das Thema Licht, also hier geht es nur um Licht, das heißt um Tageslichtverläufe, um Lichtstimmungen in Form von Szenen. Und ich habe losgelöst von der ETS hier auch die Möglichkeit, über einen Event Manager zeitabhängige Events aufrufen zu lassen mit einer Automatik. Das heißt, ich kann ein Guten Morgen, wir stehen jetzt auf Licht laufen lassen. Party! Oder eben ein Partylicht. Ich kann auch eine Anwesenheitssimulation tatsächlich hierüber realisieren. Das heißt, wenn ich mal das Wochenende weggefahren bin, kann ich trotzdem um 18.30 Uhr das Licht in der Küche angehen lassen, ohne dass ich eine KNX-Programmierung vornehmen muss. Timo, was wir hier haben, ist ja, wir haben einerseits indirekte Beleuchtung im gesamten Raum. Das heißt also an den Ecken, das muss man vielleicht auch mal so zeigen. Das haben wir noch nie so richtig gezeigt. So eine fertige Installation mit einer umlaufenden oder fast umlaufenden Lichtroute hatten wir tatsächlich so noch nicht gezeigt, ja. Und man sieht hier, also für euch ist das nochmal, ihr wolltet es ja immer mal so ein bisschen sehen. Also wir haben jetzt hier oben, haben wir einen Spot, richtig, der ist umlaufend, so. Und dann haben wir in Kombination, der Spot macht das direkte Licht. Und dann haben wir hier oben diese Route, die umlaufend ist, die nimmt natürlich Deckenhöhe, ist so. Vom Raumgefühl her ist ja schon ein bisschen was weniger, wenn man so guckt. Und du hast jetzt einen Kaltweiß eingestellt. Ja, ich möchte vielleicht hier jetzt einmal noch was, weil du gerade auch durch den Raum geschwenkt hast, Frank, möchte ich mal ganz kurz auf das Thema eingehen, Helligkeit. Was ist genug Helligkeit und wo brauche ich tatsächlich Leuchten? Wir sind ja noch nicht möbliert, haben wir am Anfang des Videos gesagt. Das heißt, hier drüben würde auch noch ein Esstisch positioniert werden. Da sieht man, da fehlt auch noch die Deckenleuchte. Na, kann man oben sehen, da schauen noch die Drähte aus der Decke. Aber die Grundhelligkeit des Raumes ist hier tatsächlich schon sehr, sehr gut. Warum ist die hier so gut, obwohl wir die Leuchtung wirklich nur in der Randzone des Raumes positioniert haben? Weil die Wände weiß sind und als Reflektor das Licht perfekt in den Raum zurückgeben. Wir haben ein sehr, sehr angenehmes Lichtempfinden momentan hier drin, ein sehr schönes Helligkeitsniveau. Wir haben über dieser Spülinsel, wo wir uns gerade befinden, nochmal eine etwas weicher leuchtende Flächenleuchte installiert, einfach um die Schattensituation in dem Bereich ein bisschen zu entschärfen. Das kann man auch knackiger machen mit Downlights, aber für die Kundin hier war es wichtig, dass das ganze Thema hier ein bisschen weicher beleuchtet ist. Man sieht es vielleicht auch, dass das sehr angenehm und auch sehr schmackhaft aussieht. Also wenn man so die Spots von der Decke aussieht, und du willst hier was machen. Das würde die tolle Absaugung, die wir ja auch alle kennen. Ich glaube, die Absaugung, die wir jetzt jeder haben, kann das sein? Ja, wichtig ist nur, dass der Luftauslass nicht Richtung deinen Füßen geht. Das wird häufig falsch gemacht. Das heißt, ich stehe vor dem Herd und der Luftauslass ist tatsächlich auf die Füße gerichtet. Da kriegt man nämlich kalte Füße irgendwo anders hin. Die habe ich jetzt schon. Die Fußbodenheizung ist noch nicht eingeschaltet. Auf
einfach mal gesättigtes Rot oben über die Lichtroute gegeben. Die Spots stehen weiterhin auf dem Warmweiß, auf dem gedimmten. Und wir können jetzt natürlich jegliche Farbnuance und Farbkombination im direkten und indirekten Bereich spielen. Und dadurch gewinnt dieser Raum an Lebendigkeit und an tatsächlich Atmosphäre und Lebensqualität. So, meine Damen und Herren, das war ein Beitrag zur Lichtsteuerung. Ihr habt jetzt mal was kennengelernt, was wir euch noch nicht so gezeigt haben. Ostara kann man ja jetzt letztendlich auch kaufen und wird ja dazu genommen. Wer jetzt sich wirklich mit Lichtstimmung beschäftigt, mit Tageslichtkurven und darauf Wert legt, würde ich sagen, ist da richtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gib mir mal ein bisschen was anderes. Ich gebe dir da einfach mal ein bisschen was anderes. Oh, das ist schön. Ja, dann können wir hier auch über die Steuerung einfach mal die Lichtfarbe ein bisschen ins Extreme ziehen. So was hier zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt mal rot. Das Ganze wird natürlich jetzt über das Notebook gesteuert. Und das ist ja das, was wir euch noch nicht so gezeigt haben, wie das überhaupt gesteuert wird, weil das ein eigener Rechner ist. Richtig. Da draußen fliegt ein Flugzeug, ne? Also mich wundert das. Ich denke, die fliegen gar nicht mehr. Die Businessflieger schon. Wenn man sich hier unten das mal ein bisschen anschaut, da hängen auch noch ein bisschen Klebebandreste, die entfernt werden müssen. Aber in der Spiegelung der Fliese sieht man das. Das sind die einzelnen LED-Punkte zu sehen. Da sitzt eine LED-Linie drunter mit einem Dali-Dimmer, den wir über die Szenarien ansteuern können.